René Strickler ist zuversichtlich. Sein Raubtierpark in Subigen im Kanton Solothurn scheint gerettet. In den letzten Tagen haben sich Investoren gemeldet, die ihn wollen unterstützen. Zusagen seien aber nur mündlich. Zu einem Vertragsabschluss ist es bis jetzt noch nicht gekommen. Die Leute wollen natürlich Unterlagen von dem Gelände. Und das bin ich jetzt dran, das zu beschaffen und dann mit diesen Leuten verhandeln. Dabei geht es aber um mehr als nur um die Rettung des Raubtierparks selber. Der Immobilienfirma Espas Real Estate gehört nicht nur das Land, wo der René Strickler drauf ist, sondern auch das Industriegebiet drumherum. Es soll alles aufs Mal verkauft werden. Das wären dann 44.000 Quadratmeter, also 4,5-mal grösser, wie sie jetzt ist. Und da reden wir Grössenordnung von einem zweistelligen Millionenbetrag, ungefähr ja, knapp 11 Millionen. Und wenn das Geld nicht zusammenkommt, einen anderen Plan gibt es im Moment nicht. Dass Behörden vorbeikommen und alle seine Tiere töten, glaubt René Strickler aber nicht. Ich glaube, wir sind hier im best zivilisierten Land der Welt, dass so etwas gar nicht umgesetzt werden kann. Geschichte um den Raubtierpark in Subigen geht weiter. Der 66-jährige René Strickler scheint jedenfalls zuversichtlich, dass sie zu seinen Gunsten ausgehen wird.